Wie ist es eigentlich für Sie, dieses Interview auf Deutsch zu führen? Finden Sie das eher schade? Oder sagen Sie, dass es ganz normal ist, dass es eine gewisse Erwartungshaltung gibt? Mein Gegenüber wird wahrscheinlich Deutsch sprechen. What you just heard was Sorbian, a West Slavic tongue highly intelligible to Czech and Polish, which is native to the region of Lusatia in Germany. Its long history dates back to the 6th century CE, when Slavic tribes from the Carpathian Mountains migrated into Lusatia. After all, it was the Great Migration Period. A Sorbian state was never established. Instead, their history was always tied to that of the Germans. Centuries of constant efforts to Germanize Lusatia pushed the language back to its contemporary count of merely 30,000 speakers spread out across the region, marking it as highly endangered. As a comparison, the Lusatian town of Bautzen, which is sometimes referred to as the capital of Sorbian culture, has 40,000 inhabitants alone, and most of them are German-speaking. It was not until German reunification that the Lusatian Slavs gained long-lasting constitutional support. I went out to meet speakers of Sorbian to understand their experiences and how they wish to protect their heritage. Dass Deutschland eigentlich zweisprachig ist, und keiner weiß das, es ist echt traurig. Gerade für slawische Völker haben wir eine sehr deutsche Zunge. Das bedeutet, dass die Aussprache wirklich sehr durch die deutsche Sprache gefärbt wurde. Weil diese frühkindliche Bildung und diese kindliche Bildung ist für mich, also meiner Meinung nach, auch das Wichtigste. Es fällt vielen unserer slawischen Brüder und Schwestern manchmal schwer, wirklich Sorbisch zu verstehen, aber es klappt. My first stop, Bautzen, or Budizhne in Sorbian, is to speak with David Stutnik, head of the Domowina, a representative organ of Sorbian interest. Dobry dzień. Dobry dzień. Herzlich willkommen. Witajcie k nam. Ja, Herr Stutnik, die sorbische Gemeinschaft ist ja eine relativ kleine Gemeinschaft. Circa 60.000 Menschen identifizieren sich als Sorben und 20.000 circa davon sprechen die sorbische Sprache. Wie äußert sich das so im Alltag? Vieles, was die sorbische Sprache angeht, passiert in der Familie. Es gibt Familien, die sind sorbischsprachig. Meine Familie zum Beispiel gehört dazu. Wir sprechen zu Hause nur Sorbisch mit unseren Kindern, mit meinen Eltern, mit den Eltern meiner Frau. Vieles passiert ebenso auch in der Schule. Es gibt Schulen, die sorbische Sprache auch anbieten, darunter einmal fremdsprachlich oder aber wirklich als zweite Muttersprache. Und vieles passiert auch im Ehrenamt, sowohl in der Kirche als auch in Vereinen. Und verwenden Sie dann zum Beispiel beim Einkaufen in Bautzen auch die sorbische Sprache? Es gibt durchaus wirklich Möglichkeiten, wo man Sorbisch sprechen kann. Der Großteil in unserer Fläche ist aber deutschsprachig, beherrscht die sorbische Sprache leider nicht. Denn in der Lausitz leben nicht nur Sorben und Sorbinnen, sondern auch andere Sprachen, das Deutsche oder alle Sprachen, die zu uns dazugekommen sind. Und dementsprechend ist natürlich der Großteil leider nicht sorbischsprachig. Aber wir haben einen Großteil an Geschäften, gerade auch Banken, die für sich es entdeckt haben, dass sie auch zweisprachig beschriften müssen. Natürlich auf der Familienebene gibt es das immer, dass man einen Verein hat oder eine Familie, auch hier in Bautzen, wo wirklich die sorbische Sprache auch die Hauptsprache ist in der Kommunikation. Aber ein Großteil oder wirklich dieses sorbische alltägliche Leben, das trifft man wirklich in diesen Dörfern, Kostwitz, Radibor und allen anderen. Also ich denke, wenn man erst einmal im Groben darauf schaut, haben wir einen sehr guten gesetzlichen Rahmen. Wenn man in die Geschichte schaut oder aber auch nach ganz Europa, dann sind die Sorben institutionell erstmal sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir haben einen Rechtsrahmen, wir sind in beiden Verfassungen genannt, in Sachsen und Brandenburg, als ein gleichwertiger Teil des Volkes. Wir haben eine Stiftung für das sorbische Volk, die von beiden Ländern und von der Bundesrepublik finanziert wird. Dadurch können wir sorbische Institutionen fördern, sorbische Vereine. Wir haben im MDR und im RBB den sorbischen Rundfunk, wir haben Tageszeitungen. Also ein institutioneller Rahmen ist sehr gut gegeben. Wir haben Schulen, öffentliche Schulen, an denen die sorbische Sprache in Sachsen und Brandenburg gelehrt wird. Das heißt, vieles ist gegeben, aber es ist alles natürlich auch verbesserungswürdig, weil Probleme gibt es überall. Ein sehr großes Problem, gerade im Bildungsbereich, ist der Lehrermangel, wodurch wir einfach sagen müssen, wir hätten noch mehr Möglichkeiten nutzen können, aber haben das Personal nicht dazu. Und natürlich, sonst würde ich auch nicht als Vorsitzende der Domowina alltäglich meine Arbeit haben, haben wir auch andere Bereiche, in denen wir uns immer versuchen müssen zu verbessern. Erleben die Sorben denn dann generell auch Diskriminierung?
Es gibt Bereiche der Diskriminierung durchaus, das passiert aber eher auf der persönlichen Ebene, das heißt, der Staat versucht uns nicht zu diskriminieren. Es gibt immer wieder, natürlich auch bei staatlichen Sanktionen oder bei staatlichen Entscheidungen, Fälle, wo wir sagen, das geht nicht. Das müssen wir dann politisch ausräumen. Wenn wir aber über Diskriminierung sprechen, über die Frage wirklich von Anfeindung, von Rassismus, ja, das gibt es auch. Es gibt es einmal im Sportbereich, dass es vielleicht Fußballgruppen gibt, wo die sorbische Fußballgruppe natürlich sorbisch spricht und die andere sagt, was soll das, redet Deutsch oder man das eben als einen Grund nimmt, diese Gruppe zu diskriminieren. Aber es gibt auch in dem Jugendbereich immer wieder mal Übergriffe, gerade von rechter Seite. Das hatten wir vor einigen Jahren, wo man wirklich auf Jagd ging, sorbische Jugendliche gejagt hat oder aber wo es flächendeckend zu Überschmierungen in der sorbischen Beschilderung kam. Wir stellen fest, dass das sehr kleine Gruppen sind im rechten Spektrum und dass die Gesellschaft als solche aber darauf sehr sensibel reagiert und mit uns sehr solidarisch ist. Das bedeutet für mich, dass nicht die Gesellschaft diskriminiert, sondern dass es Einzelne sind, die wahrscheinlich mit sich selber auch ein Problem haben. Würden Sie generell sagen, dass es eine Kluft zwischen Deutsch und Sorbisch gibt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich würde sich jeder wünschen, dass es ein Sorbistan gibt, ein sorbisches Land, in dem alles sorbisch ist und wo ich zur Bank gehen kann, meine sorbischen Dollars aus dem Automaten ziehe. Das entspricht aber leider nicht der Realität. Wenn man in die Geschichte schaut, die Sorben haben sich als Slawen im 6. Jahrhundert, 6., 7. Jahrhundert circa eingesiedelt, besiedelten damals circa die Fläche, die war so groß, die ging von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Und bereits im 10. Jahrhundert waren diese Volksgruppen, das heißt die Franken und die Slawen, wirtschaftlich so stark verbunden. Und es gab nie ein sorbisches Reich, es gab nie ein sorbisches Königreich. Dann kam auch die Ostkolonialisierung, es kam die Christianisierung, es kam die Germanisierung. Das bedeutet, diese Dualität, die besteht immer schon. Die Frage ist, wie ist es im heutigen Deutschland, wie ist es in der heutigen Bundesrepublik? Ich denke, Identität ist immer etwas sehr Persönliches. Jeder hat seine Identität und man muss sagen, man hat nie eine Identität. Man ist entweder Deutscher, Bayer oder Europäer und ähnlich ist es bei uns. Sicherlich, wenn die deutsche Fußballmannschaft spielt, werden wir mit der Fußballmannschaft jubeln. Wenn die sorbische Auswahlmannschaft spielt, werden wir mit der sorbischen Mannschaft jubeln. Ich selbst fühle mich eher oder im überwiegenden Teil als Sorbe, weil ich habe das große Privileg, dass ich wirklich auch einen Arbeitgeber habe, der sorbisch ist, dass ich wirklich in einer sorbischen Familie lebe. Aber sicherlich gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin ein bisschen Sorbe oder ich bin ein bisschen Deutscher. Das ist, denke ich, eher im Großteil so, dass man beides für sich hat. Das eine vielleicht stärker oder das andere schwächer. Wenn ich jetzt sage, natürlich sorbische Kultur, dann ist es leider auch so, dass es Regionen gibt, in denen die Sprache nicht mehr so präsent ist. Und da gibt es dann auch Menschen, die sagen, ich bin Sorbe. Ich bin es, weil meine Großmutter es war oder weil ich von hier komme, weil meine Familie sorbisch war. Und oftmals ist es so, dass sie sagen, ich kann die Sprache nicht mehr, aber ich gehöre dazu. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil das ist auch eine Form der Identität. Und auf welche kulturellen Mittel greifen Sie dann zurück, um sich als solche zu zeigen? Es ist unbenommen, dass wirklich Sprache das stärkste Identifikationsmittel ist, weil das ermöglicht wirklich eine ganz klare Abgrenzung. Du sprichst die Sprache, du bist wirklich zu dieser Sprache und zu dem Volk zugehörig. Aber es gibt auch viele andere Bereiche. Was bei uns auch sehr, sehr präsent ist, ist die Frage der Bräuche, über Tradition, sich zu identifizieren. Das heißt, wir haben verschiedenste Bräuche. In der Oberlausitz könnte man durchaus das Eierverzieren nennen. Das ist ein sehr gutes Beispiel in der Hinsicht, als dass es eigentlich etwas ist, was aus dem Sorbischen kommt, aber sehr populär ist. Das heißt, viele Leute bemalen Ostereier zu Ostern, aber wissen gar nicht, dass es was Sorbisches ist. Grundsätzlich muss man auch sagen, rein rechtlich ist es so, Sorbe ist, wer Sorbe sein möchte. Und so steht das auch in beiden Verfassungen und in Fachgesetzen. Das heißt, das Bekenntnis zum Sorbischen ist frei. Das hat einen Vorteil. Jeder kann es sein. Deswegen die Frage, wie viel sind es denn? Kann man sagen, es sind maximal 4 Millionen in Sachsen und 3,5 Millionen in Brandenburg, weil so viele Menschen leben da. Aber die tatsächliche Situation, die kann man nur schätzen, weil aus dieser Bekenntnisfreiheit auch ein Nachprüfungsverbot geht. Das ist eine Sache der Geschichte, denn wir wissen, dass in Deutschland mal Nationalitäten verfolgt wurden. Und da haben sich die 4 Minderheiten in Deutschland, das heißt die Friesen, die Dänen, die Sinti, die Roma und die Sorben, dazu geeinigt und verständigt, dass wir die Nationalität nicht prüfen lassen. And that way it shall remain. Nonetheless, language is a major identifier. And how would the culture survive without such a carrier? Mr. Stotnik explains to me that the bilingual street signs in Lusatia primarily marked the boundaries of historic Sorbian settlements.
Were they accurate, there would not be any Sorbian signage in some locations. However, in others, there would not be any German signage. He was talking about an area in the western part of Lusatia, which remained Catholic during the Protestant Reformation. The Catholic Sorbians proved to be more resilient towards Germanization. Here in Kostwitz, I met Hanka and Ignaz. In this small world, they happened to live in the farmhouse where Ignaz's grandfather founded the Domowina with refugees he had hidden during World War II. Ignaz himself is one of the founders of the Serbski Sejm, the first Sorbian parliament. Ja, sag mal, was bedeutet denn Sorbisch für euch im Alltag? Wie viel im Alltag verwendet ihr Sorbisch und wo begegnet es euch so? Naja, also Sorbisch ist die Muttersprache, also meine Muttersprache und... Meine nicht. Ihre nicht. Aber ja, ich habe ziemlich schnell Sorbisch gelernt innerhalb eines Jahres. Hier ist das Alltag, also jeden Tag, jeden... Auf jeden, für mich war es selbstverständlich. Dann ab einem gewissen Punkt am Anfang habe ich gedacht, weil alle gesehen, hey, jetzt wirst du ja auch Sorbisch lernen. Ich habe gesagt, pff, nee, nur weil der das will, werde ich doch kein Sorbisch lernen. Aber wo ich dann das erste Mal so richtig das mitbekommen habe, also was es eigentlich bedeutet noch, oder ja, war das für mich dann selbstverständlich. Mir war das vorher, also muss ich ehrlich zugeben, ich komme zwar aus dem absolut sorbischen Siedlungsgebiet, Spreewald ist ja so das Zentrum der Niederlausitz und auch des Sorbentums, aber bei uns, auch wie ich damit aufgewachsen bin, das war eine tote Sprache. Ich habe bis ich hierher kam, nie Leute wirklich sorbisch miteinander reden hören. Aber wo ich dann das erste Mal hier war, das war für mich, das war sofort klar, das ist seine Muttersprache, das ist die Umgangssprache, gar keine Frage. Es war wirklich vielleicht vor 10 Jahren noch, also wirklich, wenn ein Deutscher mal dazugekommen oder deutschsprachiger dazugekommen ist, dann alle Deutsch gesprochen. Aber das hat sich einfach gewandelt. Also man macht das noch bei Leuten, die es wirklich nicht können, aber bei Leuten, die schon ewig hier wohnen so und ewig Zeit haben, die Sprache auch zu lernen, da macht man es einfach immer weniger. Es gab auch schon Familien, die dann wieder weggezogen sind. Aber die haben es wirklich nach 60 Jahren nicht gepackt, die sorbische Sprache zu lernen. Und wie respektlos ist das denn, wenn du in ein fremdes Land, ist gut gesagt, in ein Gebiet kommst, wo nicht deine Sprache gesprochen wird. Da kannst du nicht einfach erwarten, dass überall deine Sprache gesprochen wird. Du kannst ja nicht auch nach Tschechien gehen und dann sagen, ja, pass mal auf, ihr müsst jetzt alle Deutsch lernen. Oder habe ich ab deiner Muttersprache gelernt und ich erwarte auch von mir, dass du meine Muttersprache lernst. Und auf dieser Basis möchte ich eine Lausitz, eine harmonische Lausitz. Seht ihr dann Deutsch für euch als Zweitsprache oder als eine Art Standardsprache, die sich über Sorbisch gelegt hat? Das ist Zweitsprache, genau, die man dann, weiß ich nicht, in der Schule oder vielleicht schon im Kindergarten lernt. Das ist eigentlich, für mich ist es eigentlich ein Phänomen, dass das als Standardsprache gesehen wird, vor allem in ihrer Heimat. Wo ja im Prinzip es wirklich ganz frisch ist. Es ist aber auch bei uns die Dörfer ein bisschen weiter weg, die deutschsprachigen Dörfer, dass es wirklich ganz frisch ist, dass die erst Deutsch sprechen. Also es ist wirklich zum Teil 70, nicht mal 50 Jahre her, dass vorher war dort alles sorbisch so. Und nach dem Druck dann vom Nationalsozialismus durch diese ganzen Manipulationen, dass die sorbische Intelligenz ausgesiedelt wurde und die Pfarrer wurden ausgetauscht, die Lehrer wurden ausgetauscht, man wurde geprügelt, wenn man sorbisch gesprochen hat. Also das war natürlich der Todesstoß in den Rücken und nach dem Krieg hat sich das dann echt, also ist das dann ausgeblutet, dass die Leute dann das selber aufgegeben haben, nach jahrhundertelang standhalten, ja, also auch die Preußen waren nicht unbedingt Freunde von den Sorben, das Vereinigte Deutsche Reich war auch sehr dagegen. Ich denke mal, wir sind hier auf einem sehr guten Ast. Wir kämpfen sehr dafür, dass unser sorbisches Volk Bestand hat und wieder groß wird, sage ich jetzt mal, oder mehr wird, dass sich die Leute auch bewusst werden, was sie eigentlich sind. Ja, aber genau dafür ist die Sprache ist sozusagen, das hat jetzt jemand schön gesagt, Sprache ist Denken und Denken ist Kultur.
Das finde ich ziemlich gut, weil da fängt es nämlich an mit dem Sprachbewusstsein. Das ist so der erste Punkt. Ja, die Tracht ist das eine, aber man fühlt sich vielleicht schnell verkleidet, wenn man da nicht auch mit dem, also die Sprache, die macht was. Und vor allem, ich habe das jetzt selbst erlebt, wo ich dann diese unsichtbare Mauer langsam durchbrochen hatte und jetzt ja sogar fast zu 100%, also ja, ich verstehe jede Konversation, man ist mehr drin einfach und man fühlt sich, also ich für meinen Teil, wenn ich Tracht trage, trage ich nicht, natürlich nicht die von hier, sondern meine, also unsere niedersorbische, und das ist was ganz Besonderes. Man fühlt sich weder verkleidet noch sonst, und man fühlt sich einfach, oder ich fühle mich richtig, und ja, ich glaube, dass das viel mit der Sprache zu tun hat. Das Wichtigste ist, dass man bei der Sprache anfängt, dass wieder mehr Leute stolz darauf sind, dass das weitergegeben wird. Und ja. Das funktioniert aber nur durch Bildung. Und ja. Es wurden die letzten 20, 30 Jahre wurden so viele Schulen, Sprachschulen, alles Mögliche zugemacht. Sprachräume ja, sind verloren gegangen. Und das müssen wir jetzt alles wieder aufbauen. Das wird verflucht. Viel Arbeit, aber wir haben jetzt ein Jahr lang das erste sorbische Parlament, Serbski Sejm. Und wir sind keine Minderheit. Also zu einer Minderheit gibt es immer eine Mehrheit. Wir haben keine Mehrheit. Ja, zum Beispiel die Dänen in Deutschland, das ist eine Minderheit. Ja, die haben das dänische Land im Rücken als Mehrheit. Aber wir haben nichts. So. Wir sind wir. Wir leben hier. Und wir waren vor den Deutschen da. So, und wir sind ein indigenes Volk, wie, weiß ich nicht, irgendwelche anderen indigenen Völker. Seht ihr euch dann aber als sorbisch-deutsch oder als sorbisch? Ich habe noch nie gesagt, dass ich Deutscher bin. Würde ich niemals machen. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Weil das geht, also bei mir geht das nicht. Ich will, also, ja, und mir ist, also für mich ist es sehr, sehr schwer, einen deutschen Pass zu haben, wo nicht mal drinsteht, dass man Sorbe ist. Also es tut echt weh. Also, und auch bei solchen Sachen wird man einfach gedrückt. So. Zu DDR-Zeit war es möglich. Also da stand es drin, dass man Sorbe ist. Und die Sorben lassen sich einfach viel zu viel gefallen. So. Hä? Sollen das so? Wir waren vorher da. Ja, auf der Seite schreibt ihr aber auch, auf der Seite vom Serbski Sejm, dass viele Menschen die Zeit der Slawen in Deutschland als beendet sehen. Wen genau meint ihr damit und wie geht ihr dagegen vor? Naja, ich würde mal eher sagen, der größte Teil von den Deutschen weiß ja gar nicht, dass es Slawen in Deutschland gibt. Also indigene Slawen. So. Das ist echt bitter so. Ja, also es ist wirklich bitter. Es ist richtig bitter. Dass Deutschland eigentlich zweisprachig ist. Keiner weiß das. Es ist echt traurig. Und das ist ja auch, also auch Amtssprache, die sorbische Sprache. Also, in Brandenburg und Sachsen. Genau. Also bei uns jetzt hier in der Region. Also wenn man jetzt ein Gerichtsverfahren, kann man auch... Hätte man den Anspruch. Aber ich meine, du bist... du hast vor uns gesagt, dass du dich da mit Wales da beschäftigt hast, oder? Ein großes Beispiel, wie das halt richtig gut funktionieren kann. Also walisisch war ja auch kurz vor dem Aus so, und die haben halt dann auch angefangen in der Gerade so, ja, machen jetzt ein eigenes Parlament und so weiter und so fort, halt wie bei uns jetzt so, und die haben dann richtig Gas gegeben und das funktioniert ja, ja, also die Geschichte oder also andere Beispiele zeigen uns ja, es funktioniert so, weil es ist unser Volk und es ist unser Recht zu bestimmen, was wir brauchen, was wir wollen, wo wir hinwollen und nicht das andere für uns entscheiden. Das ist unfair, das ist nicht Recht. Das hat ein Freund von uns, Hanso, hat das sehr schön gesagt. Also wenn ein Volk selbst über sich bestimmen darf, dann wäre das eigentlich die höchste Form der Demokratie. Also wir werden ja vom deutschen Volk bestimmt und das ist nicht fair. Das ist einfach unfair. Ja, also langfristiges Ziel, einfach Selbstbestimmung. Hat nichts mit Abspaltung zu tun, nichts. Grenzen sind eh alles. In Europa gibt es eh keine Grenzen mehr. Ja, also soll es ja auch nicht. Und in erster Linie, also erstens, ich bin, oder als erstes bin ich Sorbe, als zweites bin ich Europäer.
und als drittes gezwungen, Deutsch zu sein. So. Also, aber Europäer, und das sind wir alle. Concluding the interview, Hanke and Ignaz kindly invited us to participate in their Sorbian Thanksgiving celebration. I'm very thankful for this immersive opportunity. While we ourselves were addressed in German, and we overheard German loanwords here and there, it was clear that German is not the language to use around family and friends. There is affection in language. The next day, we sought out to find even more of that close-knit local vibe, so we returned to Budyshne to meet Monika Lukas, owner of the Sorbian restaurant Vjelbik. Not only does she introduce her guests to Sorbian cuisine, but also to the language and the traditional Tracht dress. Man sagt zwar immer, dass Bautzen das Zentrum der Sorben ist, weil man ja hier auch die ganzen Institutionen hat, aber rein von dem Siedlungsraum haben wir, sage ich mal, da in Bautzen aufgrund der Größe und der Zahl der Einwohner jetzt nicht so viele Sorben, die dann hier auch wohnen. Und man fügt sich da eher dem Gesamtstadtbild. Glauben Sie dann, dass diese Bräuche da zur Identitätsbildung beitragen? Also die Frage wird öfters auch an mich getragen. Also ich bin schon ganz fest der Meinung, wenn man das so beobachtet, dass diese Sprache bei uns ganz eng mit den Traditionen und auch der Religion, das ist eigentlich eingeflecht. Ich werde oft gefragt, na, sind die Trachten jetzt religiös oder trägt man die so? Und ich habe, also sage ich mal, das ist schon ganz eng verknüpft mit der Religion. Und ich denke oft selber darüber nach, was muss denn als erstes wegfallen, dass das Gerüst zusammenfällt sozusagen. Und ich bin schon ganz stark der Meinung, dass auch die Religion ganz wichtig ist. Wenn die Religion, wenn alle sagen würden, nee, ich lasse meine Kinder jetzt nicht mehr taufen und die werden jetzt weltlich erzogen, bin ich schon der Meinung, dass man dann auch diese Tradition nicht mehr weitergeben würde und man würde auch die Sprache dann nicht mehr weitergeben, weil das alles eng verknüpft ist miteinander. Viele Bräuche und viele Traditionen haben einen religiösen Rahmen. Und von daher denke ich schon, dass das wichtig ist, dass man alles im Ganzen erhält und man wirklich auch darauf achtet, dass man die Sprache pflegt, dass man aber auch die Kinder religiös erzieht. Damit man das eine versteht, muss man das andere auch fördern. Identifizieren Sie sich dann eigentlich mehr als sorbisch-deutsch oder nur als sorbisch? Nee, ich identifiziere mich schon als Sorbin, weil ich lebe in einer sorbischen Familie, mein Ehemann ist Sorbe, wir erziehen die Kinder sorbisch und wir leben natürlich in einem deutschen Umfeld, wo die Alltagssprache auch oft deutsch ist, aber in unserem kleinen Rahmen reden wir eigentlich immer sorbisch. Hier im Restaurant Vjelbik stellen Sie auch viel die sorbische Küche vor. Was ist denn eigentlich so Teil der sorbischen Küche und was ist eigentlich typisch sorbisch? Die sorbische Küche an sich ist eine Küche, die jetzt nicht so üppig ist. Und man muss auch immer sagen, die sorbische Küche ist auch eine regionale Küche. Das heißt, das hat auch die Region geprägt, egal ob man jetzt Deutscher oder Sorbe war. Wir selber haben ja so... Unser typisches Essen ist das sorbische Hochzeitsessen. Das ist gekochtes Rindfleisch mit Spreewälder Meerrettichsoße. Dazu wird traditionell Brot serviert. Man hat viele schlesische und böhmische Einflüsse auch mit Knödeln, Semmelklos, Serviettenknödel. Sie haben ja gerade erwähnt, dass das Hochzeitsessen hier sehr beliebt ist. Glauben Sie, dass besonders viele Paare diese Art der Hochzeit wählen, die sorbische Art, die sorbische Tradition? Das ist immer sehr vom Partner abhängig. Also es gibt viele sorbische Hochzeiten, wo die Partner auch nicht in Tracht heiraten. Wir selber haben als Paar auch in sorbischer Tracht geheiratet. Es gibt auch Partner oder Ehen, die jetzt einen deutschen Partner haben, die auch sorbisch heiraten, nicht in Tracht, aber dass die auch sagen, na, meine Familie stammt von hier und wir möchten das alles so feiern. Und da ist es immer sehr auch von dem Partner abhängig, wie offen der ist und wie tolerant der ist. Weil man muss ja auch sagen, ein ganzer Teil der Familie ist ja dann sorbisch und natürlich sprechen die untereinander sorbisch. Und da ist es einfach leichter, das anzunehmen und zu sagen, okay, ich versuche das zu verstehen oder wenn die jetzt sorbisch sprechen wollen, höre ich einfach mal zu oder ich unterhalte mich mit jemandem separat Deutsch. Ich verlange jetzt nicht, dass alle Deutsch reden, nur wegen mir. Ne? Und das ist aber auch sehr unterschiedlich. Also da gibt es wie überall die unterschiedlichsten Konstellationen. Also wird auch tendenziell in solchen Ehen dann
an die Kinder das Sorbische weitergegeben. Definitiv, wobei man auch sagen muss, und ich betone das auch immer, dass gerade diese Ehen, wo ein Partner Deutscher ist, dort ist es immer ganz wichtig, dass die Kinder auch in die sorbischen Einrichtungen gehen, dass man schon diesen fehlenden sorbischen Part etwas ausgleicht und dass die Kinder tagsüber in der sorbischen Tageseinrichtung sind oder auch in den Schulen sind. Wenn die Kinder dann in deutsche Schulen gehen oder in deutsche Kindergärten, wird es noch schwieriger. Die Kinder, die wachsen halt mit dieser Offenheit auch für ein anderes Land, für eine andere Sprache auf. Und das kann man ihnen später nie wieder in die Wiege legen. Und ich sage auch immer, das tut ihnen ja auch überhaupt nicht weh. Und am Ende müssen die Kinder später dann sowieso selber entscheiden. Jetzt ist es ja ohnehin auch so, dass viele junge Menschen, wenn sie älter werden, ins Ausland gehen oder einfach ihre Region verlassen. Beobachten Sie, dass solche junge Menschen die Sprache dann außerhalb der Lausitz verlieren oder wird das aufrechterhalten? Also ich sage jetzt mal so, man beobachtet schon, dass viele gerade auch zum Studium weggehen und dann auch Familie in ganz Deutschland gründen. Aber man beobachtet immer wieder, dass auch Familien dann wieder zurückkommen, weil die sagen, ah, jetzt werden die Kinder eingeschult und eigentlich wollen wir das jetzt auch, dass wir wieder hier ansässig werden, weil das wirklich hier auf unsere Lausitz halt beschränkt ist. Und ich bin schon der Meinung, dass viele sich bewusst auch wieder für die Heimat entscheiden. Also wenn man einmal sich für eine andere Stadt entscheidet, wo man das Sorbische nicht so spricht, ist es sehr schwierig. Man kann zu Hause mit den Kindern Sorbisch sprechen. Aber ich bin der Meinung, wenn die Kinder nur das Sprechen lernen und nicht schreiben oder lesen lernen, verliert sich es in der nächsten Generation. I highly recommend you to visit the Vielbeck for yourself, as well as this unique region as a whole. It is a reminder to anyone grown up in a monolingual setting that homogeneous nation-states are in fact not the norm, but a construct promoted by early nationalist movements. Borders aren't drawn to reflect ethnic or linguistic realities. One is often reduced to being minorities by the majorities are actually fascinating cultures with complex histories from which there is so much to learn. In the case of Sorbian, most speakers can be found in the countryside, and it is strongly linked to religion and local traditions. Through institutional support, the chances to preserve the language have grown. However, centuries of marginalization are not easily overcome, and the dominance of German perseveres. It will take time to recover. Es gibt in Deutschland immer den Irrglaube, eine Nation, eine nationale Sprache. Das ist ein, ich denke, ein sehr rückständiger Glaube, denn Sprache und Sprachräume ändern sich immer. Und wir haben viele Bereiche, in denen andere Sprachen auch präsent sind. Und ich denke, das ist auch gut so. Denn dadurch entsteht natürlich auch eine Vielschichtigkeit, es entsteht eine Kultur, die offen ist, die auch immer wieder etwas Neues zulässt. Ich glaube, auch ein Rechtsradikaler mag heute eine Pizza. Wieso sollte er dagegen sein, dass sie auch Menschen sind, die die Pizza mitgebracht haben? Und in der Hinsicht habe ich persönlich auch eher die Meinung, man sollte für solche Veränderungen offen sein. Die deutsche Sprache ist so groß, sie ist überall präsent. Es ist viel wichtiger, glaube ich, diese kleinen Perlen und Besonderheiten zu erhalten.